Jawohl! Ja, Benz Town, ich hol den Daimler Benz. Was geht, Leute? Wisst ihr, was ich liebe? Geld. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel ich davon mit YouTube im Monat verdiene, dann klickt doch auf das Video hier oben im Eck. So, wir reagieren heute. Free Spirit Shindy. Und 5 Minuten lang geht der Track. Ich habe erst gedacht, hey, das ist doch gar nicht auf dem Album gewesen, Free Spirit. Hä? Habe ich das übersehen so? Aber nein, ist nicht da drauf. Das heißt, ein neues Lied. Und ein Sound, den meine Familie die letzten Tage immer ertragen musste und zu mir gesagt hat, wie oft willst du das eigentlich noch hören, ist dieser Sound. Ich weiß nicht. Es ist ein gottgleicher Song. So, okay, nein. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Da hinten liegt meine Bibel. Chill, chill, ne? So, wir hören jetzt einfach Free Spirit, wir legen los, ich laber wieder so viel. Und hier, genau, in meiner Blüte-Tour. Ja, Stuttgart könnte ich schon machen, aber, you know, it's about the money. Haben wir Text? Nee, leider nicht. Botox und G-Klassen, genug von Mamis, die das ganze Jahr Diät machen. Lass uns auf die Sachen kommen, es ist wie man ruft im Wald. Nico geht zur Schule bald, ich kann es nicht stehen lassen. Trifft mich Barzentrale, ich bin geschmückt wie eine Kathedrale. Wann mein Album kommt, ich weiß, ihr wartet alle. Deutschland kommt nicht klar, okay. Meine Attitude, ich fick hart, schlaf ruhig, esse gut, esse Mut. Ich bin smooth wie Pistaziencreme, fühl mich gerade wie das Pferd auf dem Ferrari-Emblem. Hier in Süddeutschland. Fühl mich, was? Fühl mich gerade wie das Pferd auf dem Ferrari im Blick. Hier in Süddeutschland lacen wir Porsches, racen wir Porsches. Frontspoiler niedriger als Jace ist ein Porsches. Es ist ganz normal, du wirst attackiert, wenn du den Ball hast. Für den ersten Trottel brauch ich nicht mal einen Halbsatz. Easy bis Sunday morning, es ist mir angeboren. Sag den Hurensöhnen, Blitzattacke, Thunderstorm. Also es ist so ein bisschen dissing around und was wollt ihr eigentlich von mir so? Hier ist mein Album so, zack, boom. Aber mich wundert's echt, dass ihr jetzt nochmal ja eine Single rausbringt, irgendwie so 4 Tage nach dem eigenen Album, das ist so unüblich, aber ich finde das gerade richtig smart, wenn ich so drüber nachdenke, weil das ja nochmal richtig die Aufmerksamkeit auf ihn lenkt, weil das auch so unüblich ist und dann denkt man so, der hat doch ein Album rausgebracht, höre ich nochmal das Album, also sehr geil, also es ist nicht wie normal, ja nochmal Deluxe-Version von einem Album, finde ich meistens auch schwach, also die Deluxe-Versions von Alben sind meistens so wack. So, da kommen keine besonderen Tracks mehr dazu, aber da finde ich sowas viel cooler. Du bist in deiner Blüte, höchstens bei deinem Blümchen-Sex. Ich bin in deiner Blüte, jawohl! Wenn ich Bucherer, dann werden Frühlingsfest, das ist ein Feeling. Ich spoil den fetten Arsch an meinem Bügelbrett. Füttel Mio an meinem Handgelenk an Bergtagen. Weißt du, was es heißt, Bro? Wir werden uns nie Flair tragen. Felix Blume denkt, Flair in seiner Blütezeit. Wen willst du bedrohen in deinem Outfit vom Kostümverleih, du Kanada-Deutscher? Oh, warte, was passiert hier mit dem... mit dem Beat. Hey, da wird doch jemand gedisst, oder? Ich weiß nicht, mit wem er Stress hat. Saß neben Scott Storch aus wie Ballermann-Säufer. Ich bin drippy wie Johannes der Täufer. Als käme ich gerade aus dem Weihwasser. 20 Jahre Rap und ich hab nicht mal ein Kratzer. Du kannst mich Rooftop vom Mandarin. Und auch voll so diese Bibel-Lines, ne? Ich hab Eier so, als käme ich von deinem Mentoring. Du kommst nicht an Patex, nicht an Birkenbags. Buch dich Funny Promo-Clown für Pablo sein Birthday-Bash. Guck auf meinen Schmuck, wie er glitzert. Du hast in München wie eine Pussy gezittert. Schreibt mal in die Kommentare an, wen es geht. Keine Ahnung. Wie der Asylant, der damals deine Mutter gefickt hat. Free Shindy, Free Spirit. Ich fick deine Mutter, call it, deal with it. Deine Mama ist ne Ausländernutte und ihr Sohn sieht aus wie die Versace-Schaufensterpuppe. Oh. Ja, Boss, ich mach mich gerade wie dein Liedstrich. Jeden Tag am Hass. Und der Beat ist jetzt auch voll am Developen. Warte, ist hier irgendwo... steht hier irgendwo was, an wen das ist. Ja, kann mal irgendjemand sagen, an wen es ist? Ich hab doch keine Zeit, mich immer damit auseinanderzusetzen. Hä, weiter so, Shindy. So muss es sein. Respekt. Geile Antwort. Hä, okay, warte. Gucken wir doch mal. Shindy, das ist von... Hä, Farid? Nein. Sorry, lass mir mal kurz eine Sekunde. Ich suche das mal auf dem anderen Fenster. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, von wem das ist. Roos und Flair reden über Shindys Song. Ach, was weiß ich, Digga, an wen das geht. Diese Mine mit den Feedpicks. Go, baby girl, hol das OnlyFans Money. Chant Annie, strip für mich, dance for me.
du denkst, du bist Neo. Oder geht das an viele? Ich kenn das Video, wo Paul dir deinen Arm bricht. Du hattest Tränen in deinen wässrigen Augen. Komm, ich fick dich in mein Jordans aus dem letzten Jahrtausend. Gegen deine Zahlen sehen meine Zahlen aus wie Latin Pop. Ich geb diesen fetten Schwein Frederik. Oh, wie Latin Pop, ne? Weil ich glaube, Latin Pop geht dir richtig ab in letzter Zeit. Diesen fetten Schwein Frederik einen echten Job. Ich sitz hinten rechts in Maybach Benz. Deine Ghostwriter, alles meine Diehard Fans. Du hast 10 Ghostwriter, ich brauch keinen, der mir hilft. Ich bin smooth wie die frisch gewachsenen Beine einer Milf. Ich bin Gold, so wie Digga, bis ich fade zu blend. Du hängst wie eine kleine Bitch auf deiner Facetune-App. Drehst an deinen Bildern, bis du findest, dass du cute bist. Ich lass die Pants hängen, als wär es eine Folge Clueless. Psalm 23 und ich hab keine Angst. Ihr hängt seit mittlerweile 6... Psalm 23, Leute. Psalm 23, ne? Und natürlich jetzt wissen, wo der Psalm ist. Weiß ich natürlich nicht. Psalm? So, da, nein, jetzt sind wir bei Hiob angelangt. Es ist die längste Reaction, die ihr jemals gesehen habt. Aber es wird sich lohnen am Ende. Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nicht Übels, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen aller Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Okay. Hören wir doch mal kurz die Line nochmal. Dann bist du findest, dass du cute bist. Ich lass die Pants hängen, als wär es eine Folge Clueless. Psalm 23 und ich hab keine Angst. Ihr hängt seit mittlerweile 6 Jahren an meinem Schwanz. Weil der Herr ist mit ihm, okay. Mit dem VIP-Bändchen. Ihr seid Internet, Insta-House, ihr liebt die Attention. Guck auf deine Zahlen, ich brauch deinen Support nicht. Oh, wer hätt's gedacht, ich nehme es unsportlich. Mein Weed hittet nicht so hart wie deine Midlife-Crisis. Oh, wenn der mal sagt, nimm sportlich. Ja, ich schreib die Scheiße selber, so wie Friedrich Schiller. Ja, ich setz die Bitch on fire wie Bushido Swiller. Du stehst bei Lidl an der Kasse, du Normalverbraucher. Angezogen wie der Staff vom Hage Baumarkt. Frederik, du fetter Bastard, mach den Wagen sauber. Jeder weiß, ich bin ein Superstar wie Adenauer. Ich gefährde grad diverse Businesses. Binnis ist es. So narzisstisch wie ich. Muss ich so an hier Shireen denken. Binnis. Player, ich setz Trends, du rennst hinterher. Stehst doch wackeligen Beinen wie die Rente von Flair. Farid fragt seine Mama nach einem Vaterschaftstest. Denn er kam auf die Welt und sein Vater war weg. Okay. Ein Vaterkomplex. Es ist easy, ich bin einfach euer Vater ab jetzt. Ich will Papi eine Rose pflücken. Oh mein Gott, ich bin noch frecher ohne Rücken. Bling, bling, mach die Diamantenkette. Jesus Peace ist größer als Kollegas Angriffsfläche. Weißt du nicht, ich squash kein Beef. Du wirst mein Schwanz lutschen, ehe du mir Ohrfeigen gibst. Danach suchst du mir noch einen Reim auf Bio. Ich bin einfach nur am Grinsen. Ey, ohne Witz, so wie die Leute in den Kommentaren hat es auch jemand geschrieben, ne? So, ey, ich find's geil, so, wenn das mal jemand in Deutschrap macht. Sehr nice, ey, ich feier's grad richtig hart. Cello, ich werd 35 Jahre unter Beef wie Barello. Du Hurensohn, schenk mir eine Orchidee. Ja, ich die Line kennen wir. Reden, wenn ich vor dir stehe. Wenn ich 1,50 wäre, würde ich auf Köpfe pissen. Ja, Sony wird das alles so veröffentlichen. Wie es ist, ein Star zu sein, es macht mich launisch. Piss auf jeden Hurensohn, der nicht mit mir im Raum ist. Ich pfleg Streit seit NWA und bin am Champagne poppen wie die Mama von Kate. Guck mich an, ich geb fix Piss auf Stammbäume. Sogar Farid feiert, wie ich niemals antäusche. Ihr habt krüppeliges Erbgut, was für Alpha-Gene. Schick euch ugly Motherfuckers in die Altenpflege. Der nächstes Album floppt wegen mir. Komm, ich geb euch endlich einen Grund für JBG4. Ist a hard summer, hängen die Ketten aus dem Shirt. Ich alleine gegen alle, ist das Letzte, was noch turnt. Okay. Also ist das hier Kollega und Farid Bang, ne? Ich weiß nicht, ob da noch andere drin waren. Es war wild, aber es hat mir auch Spaß gemacht, darauf jetzt mal zu reagieren, weil das mal nicht so das war, was man normal predicted. Wisst ihr, so normal ist immer so, ja, Standard, so, genau, der führt ein geiles Leben, der ist der coolste Typ, bla 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 bla, kennen wir ja alles. So, sondern das ist jetzt einfach mal was,
außerhalb dieser üblichen Matrix stattfindet. So etwas, mal einen mutigen Schritt nach vorne. So, weil sonst sind normale Lines so, okay, krasse Line, guter Diss. Aber die Disses gehen an niemanden. Aber hier haben wir mal jemanden, der hier adressiert ist. So, und zack, dann hat man das Gefühl, es ist gleich viel ernster. Und da denke ich auch, da legt man sich als Künstler viel mehr ins Zeug, wenn man jemanden hat, den man tatsächlich attackieren will. So, da hat man einfach ein Ziel und dann ist man da wirklich am Kochen des eigenen Blutes. Man will, dass es noch weiter aufsteigt, damit man die krassesten Lines aufs Papier bringt. Und dann ist das Ergebnis und der Track geht 5 Minuten lang. So, wir hatten nochmal die Situation mit Tory Lanez und Joyner Lucas und da war ja das auch so, dass dann die gegenseitigen Disses innerhalb von weniger als 24 Stunden rausgehauen worden sind und es war sowas von geil, sowas von gefeiert und es bleibt dann noch richtig im Gedächtnis. Ich meine, wisst ihr noch, könnt ihr euch an irgendein Album erinnern, als es rauskam und das war euer Moment, ihr wart so, ja Mann, das ist das Album so und dann, ihr hattet so eine Erinnerung, die sich in euch eingespeichert hat durch Musik, die digital veröffentlicht worden ist. Sowas gibt's halt sehr selten. Außer bei Künstlern, die man richtig feiert. Aber bei so einem Diss, bei so einer Situation, wo man echt denkt so, jetzt is shit about to go down, dann hat man genau so einen Moment. Und dann ist man so richtig mit dabei und es ist so hyped und es ist einfach mal geil. Ja, also Leute, schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar. Checkt gerne mein Video ab, wenn ihr wissen wollt, wie viel ich im Monat verdiene. Katsching! Es sind die Dollars, die Dollars. Ja, Leute, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.